Ich hoffe, wir nehmen jetzt weiter auf. So. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. So läuft man hier. Oh, er hechelt ja auch richtig geil. Ne, und das ist halt nur eine Demo. Hier kann sich noch viel ändern. Ist jetzt die PS4-Version. Wir werden mal schauen, wie das hier noch weitergeht. Da können wir erstmal nichts machen. Hier war damals der eine Typ eingesperrt. Hier können wir aber nicht rein, weil hier dieser Karo-Schlüssel drauf ist. Hier können wir nicht rein, weil hier aufgeschnitten werden muss. Wir haben kein Messer dabei. Da vorne ist, glaube ich, die einzige Ecke, wo wir gleich reinkommen. Wir gucken uns trotzdem hier nochmal um. Sieht ein bisschen, das Sichtfeld sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ich denke mal, das wird doch auf dem PC geiler aussehen. Hier ist zu. Hier liegt nichts. Hier ist nichts dran. Dass sie das so gemacht haben mit dieser Kamera über Schulter, finde ich ganz cool. Die könnten das aber auch tatsächlich vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das geht, ins Spiel bringen, dass eine feste Kamera ist. So wie damals halt, ne? So für die Hardcore Resident Evil Fans, die Jungen, ne? Für die älteren Leute ist das halt, wäre das halt geil. Und für die Jungen ist es halt, keine Ahnung, die Jungen kennen das halt nicht. Das ist halt das Ding. Gib mir die Ammo, gib mir die Ammo. Gucken wir mal, was hier alles so kommt. Hier, das mit dem Löwen ist auch neu. Hier musste man normalerweise, also die Treppen waren im Original Resident Evil von der PlayStation nicht da. Da war hier eine Treppe, die konnte man von oben hier runterfahren und dann reingehen. Und das hier war zum Beispiel nicht hier vorne, sondern das stand hier vorne bei dem Original Resident Evil auf der PlayStation. Und da konnte man dann, ne, die ganzen Sachen machen. Wenn man hier vorne in den Raum gegangen ist, hier kommen wir ja nicht längs. Da geht es hier hinten links um die Ecke. Da ist eine Tür, da geht es dann zu dem Licker, der damals da war. Und ich will nicht weiter smoilern, ne? Müsst ihr selber gucken. Und rein in die gute Stube. Geil. Das ganze schöne Blut hier überall. Sieht doch schön aus. Exit. Hier fehlt eine Sicherung, wie es so aussieht, ja, damit hier Licht angeht. Der ist zu hier, die Tür. Hier ist nichts. Hier könnte man nur reinluschern. Das war das Büro damals, des Officers. Hier hat er sich verwandelt, da drinne. Das sieht man auch. Das war das damals, wo er sich verwandelt hatte. Ah, ja, geil, hier kommt man rein. Ja, hier, das war damals nicht hier. Daran kann ich mich nicht erinnern. Das war etwas weiter weg. Der Kollege hat Munition dabei gehabt. Hier sind damals so Kerzen an der Wand gewesen. Die musste man immer umstellen. Erstmal das linke, dann das rechte und dann das in der Mitte. Und dann konnte man hier wieder raus und da hinten so rumgehen. Das sah nicht so aus wie jetzt hier. Aber cool, haben sie alles ein bisschen verändert. Finde ich gar nicht so schlecht. Und hier haben wir sogar Licht. Steuern ist ganz okay, ne? Muss man sich dran gewöhnen, ist halt. Ich würde es halt lieber eher auf der Dings spielen, auf dem PC. So. Und rüber da.
Geil. Da hinten ist das schon, da wollen wir aber noch nicht hin. Ich will mich erstmal hier nochmal umsehen. Ah, da ist sogar ein Erste-Hilfe-Spray. Kann man das hier nicht mehr abstellen oder so? Das kann man bestimmt... Ich will mich nicht darauf verschwören, aber das kann man bestimmt im PC umstellen, dass man sich da selber sehen kann. Hoffen wir mal, dass das geht. Geil, das Nachladen noch aussehen, das Schießen. Da ist auch irgendwas dran, ne? Eine Kette. Kann man auch nicht aufschießen. Naja, das muss man dann mit einer Zange machen, denke ich mir mal. Aufwachen! Schnell! Aufwachen. Ja, entspann dich mal. Entspann dich, Kollege. Wir haben Zeit. Geil. Jetzt haben wir seinen Eintrag, Notizbuch eines Polizisten. Und da Gottes Statue ist ja in dieser Main Hall drinne. Und dann Way Out ist Parking. Das heißt, wir müssen das Ding eingeben. Da kann man dann, das schiebt sich, glaube ich, weg. Dann kann man da unten rein. Dann nochmal runter und da soll irgendwas sein. Und da kann man irgendwie durch. Und da gibt es dann auch diese Embleme, die man da normalerweise hat. Und das ist dann halt, ne? Löwe, die Frau und da sollen halt die Embleme sein. So, jetzt kommen auch die Zombies. Wollen wir mal gucken, wie das wird mit dem Schießen. Geil. Ja, man soll denen die Beine abschießen. Guckt euch mal das an, wie das aussieht. Heftig. Oh, von dem ist das Bein ab, der kann jetzt nicht mehr gehen. Der Kollege kann jetzt nur noch kriechen. Scheiße! Die sind überall! So, und wenn die kriechen, nur noch kriechen können, dann sind die nicht stark. Da sind die sehr schwach, deswegen immer in die Beine schießen. Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht.
Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Kampfmesser, geil. Zur Verwendung im Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. Kann zum Konter verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Kann wieder erlangt werden, nachdem der Gegner besiegt wurde. Ah, okay. Das heißt, das kann man einem Zombie in die Rübe hauen oder was auch immer. Geil. Das haben die schon echt schön gemacht. Jetzt können wir nämlich hier erstmal hin. Weil den Tesafilm können wir ja nicht abreißen mit dem Finger. Da müssen wir dann schon Messer benutzen. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Ich auch nicht. Hier in dem Raum war früher eine Box, hier vorne, hier. Da war so eine Kiste wie im Flur zum Beispiel drin, das ist Herb. Ja. Grüne Kräuter, damit wir uns heilen können. Hier war damals so ein Regal mit einer Schublade noch. Und hier kam damals der Licker durchs Fenster gelaufen. Ich denke mir mal, dass der hier zum Beispiel nicht kommen wird. Ne, hier geht nämlich auch der Raum nicht weiter. Hier ist nur der Hydrant. Und hier vorne, wo der hängt, ist normalerweise der Licker mal gekommen. Aber der wird offensichtlich hier nicht kommen. Das sieht echt gut gemacht aus. Was? Das sieht echt gut gemacht aus, Leute. Hier könnte man irgendwie Holz oder Material vorschieben, dass das Fenster zu bleibt, weil hier wurde ja überall zugenagelt. Wie man sehen kann. Das Komische ist auch, dass man sich jetzt daran gewöhnen muss, dass das eigentlich ein... Also auf einmal Deutsch ist. Deutschsprachig und nicht mehr Englisch, ne? Marvin Brenner, Officer of the Month. Das ist der aus Resident Evil 2 auch. Geil. Fully loaded. Hier ging es dann in so einen anderen Weg noch rein. Genau, hier ist offen. Kann man nichts machen. Sieht schon. Ist schon echt wunderbar. Ich freue mich auch auf 25. Februar. Da geht's dann los. Habt ihr gesehen, ganz kurz gezielt.
Kann man mit dem irgendwas machen? Nee. Den kann man nur abstechen, ne? Ja, aber wenn man den in die Füße schießt, dann sind die hilflos. Komplett hilflos. Einfach. Weil die können nichts machen. Das Einzige, was sie machen könnten, ist kriechen. Weapon Locker Keycard. Okay. Schlüsselkarte für den... für irgendeinen Raum. Oder für irgendeinen Waffen... Dings da. Oh, ich will am liebsten, also ich glaube, wenn ich das Spiel spielen werde, ich werde das auch echt langsam spielen, weil, Alter, ich will alles entdecken, halt einfach. Hinter uns war irgendjemand. Da. Könnte sein, dass der gleich reinkommt. Ereignisbericht. 25. Dezember. Aufgrund der plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliche Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterbringen zu versuchen. 25. Dezember. Zusatz. Einer der zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. Das glaube ich eher weniger. 26. Dezember. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sie von der Außenwelt abgeschnitten. Okay, 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist gegen 13 Uhr ein weiterer Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen. Es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinken langsam alle ins Chaos. Crazy, crazy, bro. Oh, die Map. Die Polizeikarte, ja. Das Ding ist, hier war der Empfangsraum. Hier konnte man reingehen. Dann ging hier ein Raum längs, diesen Raum hier gab es gar nicht. Es ging nur hier rum, hier war so ein Aktenraum einfach drinne mit ein paar Sachen. Von dem ging es dann hier und dann kam man hier hinten auch in dieses Bürozimmer rein, wo jemand war. Büro hier, dieses zum Beispiel. Das ist alles ein bisschen geändert worden, was aber auch ganz gut ist. Ne? Es muss ja nicht alles immer das gleiche sein, das ist halt ganz geil. Da kann man oben rauf, wollen wir aber nicht weg. Wir wollen mal gucken, ob wir hier rein können. Da ist wieder so eine Scheißkette vor. So, jetzt müsste eigentlich was kommen. Ah, da ist der Kriechboy. Der kommt hier gar nicht durch. Hallo. Alter, wie viel schlucken die Zombies? Wahnsinn. Kommt man da vorne nicht weiter? Wartet mal. Ah ne, genau, da kommt man nicht weiter. Normalerweise müsste man da weiterkommen. Aber man kommt jetzt hier rüber da hoch. Ah. Ist natürlich auch komisch, ne? Aber wie gesagt, die haben ja gesagt, die haben alles... Es wurde alles geändert, ne? Alles, was jemals in Resident Evil war, wurde geändert. Also das Spiel soll nicht mehr so sein wie damals. Finde ich aber auch ganz cool. Oh, der Decke will einen Snack. Bam, der. Immer in deinen Fuß. Bis die Speckschwarte bricht. Und da liegt der Rollmops. Aber man weiß halt nicht, wer ist hier tot, ne? Wer von diesen Wichsern lebt noch? Das hier war ein Safety Room. Schließfachterminal Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solchen Mist bauen? Okay. Kann ich da die Karte benutzen?
203. Das kann ich bestimmt irgendwo anders benutzen. 203 und 208. Ah. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Guckt euch das Mädchen an, Leute. Oh, Baby. Ja, hier gehen auch noch die ganzen Räume auf, ne? Wir müssen nur mal rausfinden, wie. Na, Kollege? Komm mal ran zu Papa. Baby. Beautiful. Beautiful execution. Da ist irgendein Pulver drin. Ah, hier können wir das aufmachen. Okay. Also wir müssen aufmachen, was wichtig ist. 203. Das sieht auch aus, als wenn da eine große Tasche drin ist. 2 können wir nicht drücken. Fuck my ass. Das heißt, wir müssen erst die Dinger finden. Also wir können 2 und 3 nicht drücken. Wir haben aber 1, 4, 5, 6. 2 können wir nicht drücken. Ich glaube, wir kommen hier an gar nichts ran. Doch 109 können wir drücken, oder? 109 können wir drücken. 106 geht auch. 109, 106. 109. So, dann 103, 106, ne? Ne, 106. So. Mal gucken. Kann mir nicht alles merken. Bin ein alter Mann. Den Schlüssel brauchen wir, oder was ist das hier? Ach, das ist ein Film. Ja, packen wir mal rein. Munition können wir ja zum Glück stapeln. Der Raum ist hier dann natürlich, ne? Übelst geil. Also, es ist schön gemacht, dass sie das auch mit der neuen Grafik gemacht haben. 102, 103 können wir nicht. Das heißt, wir kommen noch nicht an den Schlüssel, der hier drüben drin ist. Den brauchen wir nämlich. Das heißt, wir müssten die Knöpfe 2 können wir nicht drücken. Ne, die Tasche kriegen wir auch noch nicht. Wo war die hier? Die war kein Schlüssel, doch. Doch, hier war doch einer, oder? Ne, das ist kein Schlüssel. Das andere war auch nur so ein Trash-Film. Egal. Weiter im Text. So, jetzt muss ich erstmal durchchecken, wie und wo was war. Was ist hier? Hier sind auch zwei Sachen. Was ist das? Schießpulvernutzung. Ah, okay. Zwei Schießpulver ist Munition. Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver. Gelb ist Flinte. Mag-Munition. Okay. Das heißt, so Schießpulverzeug und so. What? Was zur Hölle? Ja, ist ja gut, Junge. Ist ja gut, Junge. Weil wenn die am Boden sind und kriechen, dann müsst ihr keine Munition mehr verbrauchen. Da muss man sich eigentlich keine Sorgen um die Viecher machen. Einfach ins Bein schießen, fertig ist. Einsatzbericht. 28. September, 2 Uhr. Außer mir sind nur noch 3 andere übrig. Keine Waffe, keine Munition und viel Scharmützel haben uns geistige und körperliche ausgelastet. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe ihm vorgeschlagen, zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch Zombie verseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über den Tunnel herauszufinden. Geil. Der hat sich verwandelt damals. Hier ist die Verwandlung stattgefunden. So, und jetzt weiß ich nicht, ist die Kombination von dem Tresor immer noch der gleiche? Wie damals in Resident Evil. Dann ist es 2-2. Früher war das 2203.
Ah, das kann man hier nicht machen. Fuck. Hier ist eine andere Kombination. Trash. Enttäuscht mich ja ein bisschen. Das hätten sie oldschool lassen sollen. Wäre geil gewesen, Alter. Na, Kollege. Was zum? Bam. In den Kopf, Mann. Batsch. Geh zurück. Da ist der Kopf nur noch Matschipampe. So, hier oben können wir, glaube ich, nicht rein. Hier können wir nicht rein. Oh, das ist cool gemacht mit dem Laufen. Brrr. Ah ja, da brauchen wir den fucking Schlüssel für, genau. Wir schreiten jetzt schon wieder rum. Bist du jetzt aufgestanden, Ronaldo? Ja, bist du. Oh. Na, komm mal raus aus deinem Büro. Alter, wie sich die Beine auch bewegen. Wenn man ihn da reinschießt. Geil. Und tot. Schade, dass man hier nicht schlagen oder treten kann. Ich hätte das gern mit Treten getestet, ob der Wichser noch lebt oder nicht. 3 Schuss haben wir noch. In das Ding kommen wir erstmal nicht rein. Dann mal raus aus der Tür. Und dann hier hinten längs. Mal gucken, was hier noch so kommt. Der müsste hier gleich durchknallen, ne? Nee, kann der nicht. genau. Dieses kann man mitnehmen. Hier ist ein Fotoraum gewesen. Also hier kann man die Fotos entwickeln. Hier vorne. So, hier kann man die Fotos entwickeln. Ah, der alte schöne Erinnerungsfotos. Ah, guck mal, der hält was Rotes und so ein Buch in der Hand. Das heißt, das könnte irgendein Hinweis für uns sein. Was ist denn das hier? Rotes Kraut, ah. Das rote Kraut? Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Okay. Hier konnte man sich damals umziehen. Hier in den Kisten war damals Munition. Hier. Hier konnte man sich damals tatsächlich umziehen. Kann man, glaube ich, hier nicht. Außer man hat irgendeine Version Deluxe Edition on Tour oder was auch immer. So, wir haben da jetzt kombiniert und Munition draus gemacht. Ja, ja, das kennen wir alles. Da muss mir keiner erzählen. So, die kombinieren wir hiermit. Dann wird das nämlich ein... Das ist das stärkste Kraut, was man so mischen kann. Ja. Das kombinieren wir mal schön wieder hiermit. Oh, die halbe Stunde ist um. Das ist echt gemein, ne, Leute? Das ist irgendwie... Die Demo ist geil, ja. Die Zeit ist abgelaufen. Man hat nur eine halbe Stunde zum Spielen. Ja, was soll man machen? Danke fürs Zusehen, würde ich sagen. Wir warten einfach auf die Vollversion des Spiels und jetzt kommt erst nochmal ein schöner Trailer, glaube ich, gleich auch. Aber auf das Spiel freue ich mich halt wie Hölle. Das wird richtig, richtig gut. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ. Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. In Resident Evil 2 plus. This is Hunk from Alpha Team. Oh mein Gott, nein. I thought you were all wiped out. Oh mein Gott, wie geil. Und Tofu. Tofu. Hunk und Tofu. Hunk und Tofu, wer das nicht kennt, damals gab es bei Resident Evil 2 so ein Szenario, das hieß Hunk und Tofu.
Und das konnte man freispielen. Tofu konnte man in dem Sinne freispielen, wenn man sechsmal das Spiel durchspielt. Das bedeutet Leon, Claire, Leon, Claire, Leon, Claire. Ne? Hat man sechsmal durchgespielt, dann bekommt man Tofu. So ein extra Szenario könnt ihr vielleicht mal googeln. Und Hank hat man bekommen, wenn man das irgendwie unter anderthalb, irgendwas mit anderthalb Stunden oder ein bisschen mehr durchspielt und da irgendwas macht. Das habe ich aber auch alles damals gehabt. Damit habe ich tatsächlich damals auch Geld verdient. Ich habe damals das erspielt für Leute und dann auf die Memory Card rübergeschoben und dafür haben sie mir dann 15 Mark gegeben. So habe ich damit mein erstes Geld verdient. Das war aber Resident Evil 2, die Demo. Wir werden das nochmal auf PC sehen. Das war es jetzt erstmal auf der PS4. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.